Hallo, liebe Zuschauer. Der Camper Thomas meldet sich zurück direkt vom P1 auf dem Caravansalon 2020. Und ich bin euch ja noch etwas schuldig. Und nachdem ich nicht gerne in der Schuld stehe, das ist gemein, werde ich das hiermit erfüllen. Warum ich jetzt so lachen muss, das werdet ihr gleich sehen. Denn ich mache dieses Video nicht alleine. Ich habe meine absoluten Lieblings-Spaß-Kollegen, Freunde mit an Bord. Die werdet ihr gleich sehen. Ja, dann zeigt euch mal hier. Da sind sie. Ha, sind sie nicht süß? Der ultimative Stresstest. Unfassbar. Wie gut ist er in der Konzentration? Ja, wie stark können wir ablenken, unseren super Gipfelstürmer hier? Also Fakt ist eins. Die Zuschauer wissen jetzt, dass sie hier drei Kasperl haben, die ein Video machen. Aber die wissen noch gar nicht, um was es geht. Stimmt. Es geht um die Multi-Anker. Wir werfen einen Anker. Um die Saugnäpfe, die man benutzt, um die Markise zu befestigen. Und zwar nicht am Boden, so wie es üblich ist, sondern am Fahrzeug. So, das möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Dafür habe ich zumindest einen Assistenten. Dr. Gelati, du kommst jetzt vor die Kamera. Nämlich hier den Onkel Dr. Camper Tobi. Na, war das was? Onkel Dr. Camper Tobi. So. Ja. Ist gut. Sollen wir nicht, während du jetzt den Multi-Anker hier rausholst, mal erklären, warum das du der Dr. Gelati geworden bist für uns, ganz kurz? Nachdem ich den eh nicht mehr loswerde, kannst du das gerne tun. Oute dich. Wir haben einfach irgendwie ständig Running Gags und dann haben wir gesagt, du bist der Eiswagenfahrer. Und hat aber nie Eis, das war's. Das war schon. Warum bin ich da? Irgendwie Eis ausgegeben. Und warum bin ich der Eiswagenfahrer? Das weiß ja vielleicht der ein oder andere Eis nicht. Weiß ist. Ja, ich habe auch schon gehört, die Wohnmobile nennt man ja gerne Weißware. Und wie kann man sich dann einen Kastenwagen, bei dem man die Farbe wählen kann, in Weiß kaufen? Ja. Weil ich ihn schön finde. Ich auch. Schön. Wir brauchen das einfach immer was, wo wir uns ein bisschen so. So, jetzt. Gut, also wir haben hier die Multi-Anker und die sind in so einem schönen Köfferchen verstaut. Das machen wir jetzt mal auf. Und ich möchte euch gerne zeigen, wie ich mit den Multi-Ankern umgehe. Das heißt, das ist keine Anleitung. Ich weiß nicht mal, ob man es so korrekt macht. Ich habe nie ein Video gesehen oder ähnliches. Und zeige euch einfach nur, wie ich es mache. Und es geht ja eigentlich gar nicht darum, wie ich es mache, sondern ums Produkt. Und warum ich es benutze. Das heißt, in TV-Show-Manier, ich habe da schon mal was für euch vorbereitet. Nämlich diese Stange hier. Und kurbel mal die Markise raus. Sascha, mache ich es gut? Ja, sieht. Flüssig aus. Ja, du schön. Machst das ganz gut. Das ist ja die Körperhaltung war doch das war ein bisschen mehr Spannung, sah oder? Sehr ästhetisch aus. Gut, dann haben wir den ersten Multi-Anker, der hier diese Aufnahme hat für den Markisenfuß. Und den ersten Markisenfuß holen wir uns jetzt hier raus. Und ich montiere also die Multi-Anker nicht zuerst am Fahrzeug, sondern in dem Fall zuerst am Fuß. Der kommt hier rein, dann wird das Ganze verschlossen. Was ich auch schon vorbereitet habe, und das ist wirklich ein wichtiger Appell, ich habe die Fläche, wo der Multi-Anker montiert wird, mit einem, Achtung, feuchten Tuch bereits gereinigt. Feucht. Sauber. Genau. Damit der Saugnapf besser hält. Und das Lackkratzer. Erstens, dass er besser hält und dass halt einfach nichts verkratzt. Ja. So, dann nehme ich mir diesen Multi-Anker. Jetzt wird spannend. Jetzt muss ich voll alles geben. Halte den hier hin, drück ihn an und verriegel das Ganze. Also ich finde schon mal sehr gut, dass man das alleine machen kann. Ja, das ist eine super Sache. Nur das Video davon kann man nicht alleine machen. Das nee. Das kann man schon, aber will ja eigentlich gar nicht mehr. Nee, da also musst du ja 100.000 Mal die Kamera wieder umstellen. Genau. Und so ist es viel. Und ein Video mit euch, das ist ja nahezu unbezahlbar. Das stimmt.
So. Gibt's ja Pizza abends, oder? Dann Pizza. Dann eines Tages fahre ich los und kaufe euch ein Eis. Vanille, ne? Vanille. Siehst du, er weiß sogar schon, weil ich immer gesagt habe, 2 Bällchen Vanille bitte. So. Das ist schon angekommen. Ne? Aber gescheites Eis, war nicht so vom Discounter, gell? Zweiter Fuß. Zweiter Fuß. Ein Einfang. Bleiben Sie bitte bei der Sache, wie in der Schule. Wie jetzt. So, der kommt wieder hier rein, wird fixiert. Der Thomas und das Dreibein. Guck mal, jawohl, wie das hier beim Kastenwagen funktioniert. Zack. Mal mit Camper Thomas drauf. Hashtag Camper Thomas. Und fest. So, wir sehen jetzt, dass dadurch, das musst du vielleicht mal zeigen, Tobi, die Saugnäpfe in unterschiedlicher Höhe sind. Das ist auch was Schönes. Das heißt, ich kann das der Situation anpassen. Die Markise natürlich grottenschief ist. Jetzt sind wir gespannt. Das heißt, erstmal werde ich die natürlich ausrichten. Sascha, gerade? Sascha, gerade? Du bist der Ausrichter. Ja, sieht gut aus. Gut, dann kurbeln wir das Ganze weiter raus. Das ist ein schöner Platz hier mit den Blättern im Hintergrund. Das ist ein Filmografieren erster Aber Klasse. Aber lustig ist, tatsächlich jetzt hast du leichtes Gefälle nach links bekommen. Es das machen ja die meisten zwecks. Ja. Zwecks Regen, aber es soll nicht mehr regnen. Ja. Nein, wir sollen schönes Wetter jetzt kriegen. So, jetzt schiebe ich das nochmal nach. Damit das ist ich, natürlich echt der Hammer, ne? Damit ich. Also das ist wirklich cool, weil du das wirklich nicht irgendwo auf dem Boden. Und du weißt ja auch nicht, was hast du für einen Untergrund? Bist du mit beispielsweise jetzt wirklich Kastenwagen, Wohnmobil auf einem Stellplatz, ist es ja meistens eine Betonfläche. Ja. Das heißt, wenn du die Markise rausmachst, du kannst ja schlecht eine Hilti mitnehmen und ein paar Dübel in den Boden hauen. Ja. So kannst du trotzdem deine Markise rausmachen, ohne dass du an den Boden gebunden bist, wie du das festbekommst. Ist so, ja. Jetzt kann ich die Markise, und das mache ich eben einfach sehr gerne, das gehört für mich zum Campen dazu, hier. Wenn du jetzt raus, so ein Stückchen weiter runter machst, dann sieht das bei mir aus wie so ein, weißt du, so ein Balken über den Augen. Ja, wäre vielleicht manchmal nicht so. Sascha, komm mal her. Ja, komm, ja, mal hier. Komm. Siehst du das? Das Licht mit dem Einfall da oben. Oh, das ist cool. Super, oder? Das wird wieder ein Highlight-Video. Das kann man an Firma verkaufen. So, nachdem ich meine Markise immer nahezu ganz ausfahre, ich habe auch eine Rafterstange und ich habe schon öfters gehört, die meisten Camper benutzen die nicht. Ich benutze die immer. Ich finde die Markise bekommt nochmal absolut Stabilität. Ich tue sie immer rein, nur jetzt gerade machen sie es nicht. Ich erkläre euch nur noch meinen Hintergrund, warum ich mir die Multi-Anker überhaupt angeschafft habe. Der ein oder andere weiß, wir sind die meiste Zeit mit 2 Hunden unterwegs. Und unsere Große hat dann doch mal knapp über 40 Kilo. Und wenn ein anderer Hund vorbeigeht, dann schießt sie auch gerne mal von unten raus. Auch mal durchs Insektenschutzgitter. Ja, auch mal durchs Insektenschutzgitter. Danke, Kira. So, das heißt, rennt mir die so einen Fuß um, kann ich die Markise vergessen. Dann ist sie im Eimer. Und jetzt haben wir, das sieht man hier wahrscheinlich schön, einfach hier alles frei. Natürlich, wenn man nicht aufpasst, rennt man sich auch hier mal den Kopf an, aber das ist sicherlich besser, wenn der Hund die Markise zerstört. Ja, ja, das war mein Hintergrund. Abgegangen ist das Ding ja wirklich noch nie. Ich meine, wir stehen ja aufeinander. Nein, also das ist echt, das hält. Wir wollen jetzt nicht, dass du dich dranhängst, aber das ist echt richtig. Nein, ist wirklich super stabil, kann ich so sagen. Und es gibt auch von den Multi-Ankern mittlerweile einiges an Zubehör, um das zu nutzen. Ich selbst habe da gar keins, aber der Nachbar hat mitbekommen, dass wir dieses Video machen. Danke, Andreas. Vielen Dank, Andreas, an der Stelle. Und hat mir das mal mitgebracht. Das heißt, es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, hier solche Haken dann statt den Markisenfüßen hier reinzusetzen. Und schon habe ich
einen Kleiderhaken. Da gibt's noch, glaube ich, Aufnahmen für eine Außendusche ja, ja. Und du und kannst ja auch zwischen zweien dann dir eine Leine spannen, hast eine Wäscheleine. Ja, genau. Wenn man nur schnell ein Handtuch hier schon drüber legen, rutscht ja. Wahrscheinlich auch nicht groß runter, machen wir ja immer und so. Also ich hänge meine Wäsche immer grundsätzlich beim Thomas vor die Tür da. Ja. Als Protest gegen. Also es gibt da viele Möglichkeiten. Wichtig war mir zu zeigen, die Markise hält bombig. Ich hatte noch keinen Sturm, aber sehr wohl schon Wind und da war gar nichts. Aber trotzdem, be careful with the Markise. Ja, warum immer, immer. Also das ist, ja. Eine Markise ist ein empfindliches Teil. Das heißt, ich würde empfehlen, beim Verlassen des Platzes einfahren. Das Einzige, was man auf jeden Fall erwähnen muss, das ist für meine Zuschauergruppe wichtig. Genau. Es geht nur auf Glattblech. Also es geht nicht wie bei mir auf diesem Hammerschlag, weil da funktioniert es einfach nicht, weil der Saugnapf nicht hält. Ist halt einfach der Oberfläche geschuldet. Das ist wirklich nur fürs Glattblech. Aber auch beim Wohnwagen geht es, wenn du halt die Glattblech-Variante hast, kannst du das perfekt nutzen. Und es ist tatsächlich so, ich hatte einen Kommentar, einen sehr lieben Kommentar. Das sind Wohnwagennutzer. Haben sich aber einiges von meinem Zubehör angeschaut und setzen das auch für den Wohnwagen um. Das heißt, ja, man muss nicht immer alles fürs Wohnmobil umsetzen. Wenn es passt, dann passt's. Viele und, Sachen sind ja gleich. Genau. Und sind auch gespannt auf dieses Video, das wir jetzt für euch machen, um das beim Wohnwagen nutzen zu können. Ich gehe davon aus, da haben wir dann eben Glattblech und dann funktioniert es auch super. Du setzt ja, glaube ich, irgendwas nach demnächst auch mit Anbauteilen für die Firma. Da kommt vielleicht dann in Zukunft noch irgendwas. Habe ich vor. Damit man das vielleicht aussieht, die hast du was andeuten lassen. Genau. Also dranbleiben lohnt sich in jedem Fall. Das ist nicht das Ende der Markisensaga. Nein. Das war sehr gut. Das war gut. Ja, ihr seht, wir haben immer noch Spaß. Wir sind wie viele Stunden unterwegs? Viele. 18, keine Ahnung. Also 18 am Tag. Eigentlich. Wir haben wenig Schlaf, wir sind super müde, aber wir haben trotzdem so viel Spaß. Und ich glaube, ein bisschen was davon haben wir euch jetzt in dem Video mitgegeben. Sascha, möchtest du den Zuschauern noch etwas mitteilen? Auf jeden Fall, wir sind Camper. Sascha, schaut da rein. Der hat gerade eine Stange vom Kopf. Der Junge macht mega Videos. Dankeschön für das Lob. So jung ist jetzt auch nicht mehr. Da wirst du von der einen Seite in den Himmel gelobt und auf der anderen Seite wirst du wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Ja, aber du kriegst es ja nachher auch wieder anders, weißt du? Ja, ich weiß. Das hat man eh nicht gehört, weil das Mikro schon aus ist bei mir. Ja, aber meins ist noch an. Solange ich irgendwann mein Eis bekomme, ist alles gut. Du bist auf jeden Fall der beste Sascha, den ich jemals kennengelernt habe. Ich hoffe nicht der einzigste. Kennst nur einen, oder? So geht's bei uns immer ab und keiner nimmt einem was krumm. Wir sind hier so. Nee, wir haben total Spaß. Ab. Nee, also wie gesagt, ich bin total glücklich. Wir haben wieder mal eine super Messe. Wir drei haben super viel Spaß. Ja. Und ergänzen uns, denke ich, richtig gut. Und so kriegen wir auch noch die letzten Tage miteinander spaßig über die Bühne. Das einzige Problem ist, ich komme immer nie zu Wort, genauso wie du jetzt. Ja, aber weißt du, was ganz gemein ist? Wir stehen ja hier und auch wenn es uns nicht gelingt, geben wir uns echt Mühe. Ja. Und er ist hinter der Kamera, macht einen Kasper. Habe ich gar nichts gemacht. Um uns durcheinander zu bringen. Und deswegen, lieber Camper Tobi, nein. Gib her jetzt. Nimm's doch. Sieh doch. Jetzt komm. Das ist meins. Komm jetzt. Meins. Jetzt drehen wir das ganze Ding mal rum. Da ist er. Der will euch bestimmt auch noch was sagen. Ach ja, genau. Gib ihm mal das Mikro, damit man ihn auch versteht. So, lieber Camper Tobi. Ja, guten Tag. Willst du auch noch was sagen zu Saugnäpfen? Ich finde das cool. Ich war kein Freund von dem. Du weißt das selber. Wir sind da. Du hast ja mal eine Einweisung bekommen, kann ich mir erinnern, für das Auto. Ja. Von so einem ganz komischen Schlangen, ne? Schlanken. 3 Stunden circa. Ich habe ihm einen Schlüssel in die Hand gedrückt. Da. Viel Spaß damit. Fahr halt. Du kennst ja die Videos. Ja, ja, da gibt es Videos davon. Mittlerweile bin ich auch überzeugt davon. Wir haben unseren Mietern früher mal beigebracht und den Erstcampern, dass die freistehen. Damit Achtung, Flugzeug. Aber das macht schon Sinn. Also gibt es was. Ja. Ist echt geil.
Es ist ja schön, es gibt immer für viele Sachen irgendeine Anwendung. Es gibt für alles, wo du sagst, ja, dafür kann ich es gebrauchen. Manchmal muss man sich erst auseinandersetzen damit, weil man so eine... Die Leute meinen ja, wir haben einen lockeren Job. Wenn wir einen auf locker machen, sieht das anders aus. Nee, das ist richtig, richtig cool, die Variante. Sagt der Mann, der auf der rechten Hand die Kamera hat und der linke die Hand in der Tasche. Ja, aber da sieht's ja keiner. Ach so. So, ja, dann war es das. Ja. Ich hoffe, es hat euch weitergebracht. Das hast du schön gemacht. Ja. Mhm. Ich lasse da Like da. Lasst mir Like da, das ist schön. Lasst ihr mir auch ein Like da, das würde mich echt freuen. Also, hier nochmal in voller Pracht. Die Markise aufgehängt an den Multi-Ankern und sehr schön zu sehen, eben in verschiedener Höhe. Das heißt, das Ganze ist auch individuell an euer Fahrzeug anpassbar. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen, freuen uns über jedes Like, über jedes Abo und müssen das jetzt, auch wenn wir noch Stunden so weitermachen könnten, beenden, damit wir noch ein paar Eindrücke von der Messe für euch einfangen können. Tobi, sagst du tschüss? Tschüss! Sascha, sagst du auch tschüss? Bis bald. Ciao. Ciao, ciao.